Yo Leute, was geht ab? Es ist wieder Quick Facts Time und im heutigen Video geht's um diese geilen Teile hier, und zwar einmal den X16 Plus und einmal den Ace 17 Plus. Und das Geilste, am Ende des Videos könnt ihr ein paar davon gewinnen, also bleibt dran! Ja Leute, passend zum FIFA Confederations Cup, der übrigens am 17.06. in Russland startet, gibt's von Adidas wieder ein geiles, heißes Pack, auf das ihr euch freuen könnt. Und rein optisch kriegen die Schuhe schon mal 7 von möglichen 10 Punkte von mir, weil weiß und rot doch wirklich immer geht, oder? Was meint ihr? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Was allerdings das Geilste ist, dass Adidas das Design des Spielballs mit in das Design der Schuhe einfließen hat lassen, und das ist doch wirklich mal richtig nice, oder? Kommen wir nun zu den technischen Details, und hier gibt es schon gewisse Unterschiede, die den einen oder anderen vielleicht eher zum X oder eben zum Ace tendieren lassen könnten. Denn alleine wenn man sich das Gewicht anschaut, gibt es den sprintstarken Spieler, der eher einen leichten Schuh braucht. Da ist der X16 Plus besser geeignet, weil der knapp 213 Gramm wiegt. Und für den Spielmacher, der den perfekten Touch braucht, gibt es den Ace 17 Plus, der knappe 257 Gramm auf die Waage bringt. Unterstrichen wird das Ganze auch noch von der Dicke des Obermaterials, denn während wir beim X16 Plus eine Dicke von ca. 3,3 mm haben, gibt es beim Ace 17 Plus eine Dicke von ca. 2,3 mm. Ihr seht also, weniger Material zwischen Ball und Fuß, und schon klappt es auch mit der perfekten Ballkontrolle. Wenn man sich jetzt noch die Außensohle der beiden Schuhe anschaut und die im besten Fall auch noch ausmisst, so wie ich das für euch getan habe, dann erkennt man auch hier entscheidende Unterschiede. Denn während die Außensohle des X16 Plus an der breitesten Stelle knapp 8,8 cm beträgt, hat die breiteste Stelle des A17 Plus satte 9,4 cm. Und wenn man sich die beiden Schuhe dann mal anzieht, merkt man genau diesen Unterschied relativ schnell. Das heißt, der X ist eher für den schmalen Fuß und der Ace eher für den breiten Fuß. Um euch die Quick Facts nochmal in Ruhe anschauen zu können, gibt es jetzt eine kleine Grafik, und danach geht's direkt zum Gewinnspiel. Versprochen. So, das Giveaway steht an, und was ihr tun müsst, um einen dieser geilen Teile hier gewinnen zu können, ist ganz einfach. Erstens, ihr abonniert unseren Kanal. Zweitens, ihr liked dieses Video. Und drittens, ihr schreibt mir in die Kommentare, welchen Artikel wir beim nächsten Quick Facts Video mal genauer unter die Lupe nehmen sollen. Am 22.06. werde ich den Gewinner dann per Insta-Story auf unserem 11 Team Sports Kanal verkünden. Das heißt, folgt uns da auf alle Fälle auch, denn sonst bekommt ihr es nicht mit, wenn ihr gewonnen habt. Und das wäre natürlich eine absolute Sch. Naja. Von mir war es das dieses Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin raus, euer Matze. Ciao.